Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich wollte ja hier jetzt mal schnell zurück in meine Höhle, weil es wird langsam Abend und wie ich es letztes Mal gesehen habe, ist es hier in dem kleinen Häuschen nicht ganz so sicher. Ja, da wäre es doch etwas gescheiter, wir würden wieder runter in unser Höhlenbunker gehen. Genau. Und dafür sollten wir aber eigentlich so die wichtigsten Sachen mal mitnehmen, dass wir doch ein bisschen craften können. So, Shotgun brauchen wir noch nicht. Wobei ich nächste Folge wollte ich dann mal in die Stadt, aber da muss ich jetzt sowieso hier vorbei. Gut, Papier. Papier. Könnten wir mal ein Stack mitnehmen. Genauso wie Öl. Ja. Ja, das sieht fein aus. Da lässt sich schon was damit anfangen. Mal ab. Die Beine in die Hand nehmen und los geht's. Alles ruhig? Ja, waren wohl die letzten Reste, was ich da in der letzten Folge hier ausgerottet habe in meinem kleinen Dörfchen. Ah, Steinchen können wir ja immer brauchen. Aber was ein bisschen schade ist, ein Airdrop habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Also es gab zwar schon, glaube ich, zweimal einen, aber da war ich jeweils irgendwo. Ich glaube, beim ersten war ich unter Tage hier in der Höhle drin. Und beim zweiten war ich irgendwo in der Stadt unterwegs, aber haben leider trotzdem nicht gesehen. Naja, vielleicht kriegen wir da auch nochmal einen. Ui, da ist unser schickes Häuschen. Ah, komm jetzt. Wir sind doch gleich da. Ah, unser Mais wächst auch schon schön. Kriecherleins wieder. So, hier ist noch niemand einzogen. Gut. Könnte mal sein. Oh, da kommt ordentlich was raus. So, was haben wir hier? Lead Mold. Jo, ist auch Eisen. Oh, da brauchen wir noch eine ganze Menge. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich so viel Eisen gleich mitgenommen habe. So, Adala ist auch. Campfire habe ich ja noch gar keins hier. Na, werden wir auch mal schnell eins machen. Uno Campfire. Zwei oder drei. Drei. Mist, ich hab die ganzen Steine oben gelassen, oder? Gut, dann brauchen wir schon mal einen Grill. Ein Töpfchen noch. Ah, Wellness. Das ist so geil. Gut,
Tortello können wir dann hier gleich mal einkochen und ein Moldy Bread ansetzen. Ich nehme mir hier noch einen Stein raus. Kann ich mir nämlich noch ein Campfire craften. So, und die Campfires, kommen die hier in die Grube? Ja, die können wir hier reinsetzen. So, bereiten wir hier schon mal vor. Das reicht. Das hätte ich schon wieder beinahe vergessen jetzt gerade. Das ist der Wahnsinn. Ah, Potassium Nitrate. 5-mal, bitteschön. Und noch ein bisschen Fett. Wow, 12 Minuten, Wahnsinn. Läuft, komm. Ja, Zeit geht schon runter. Hier tut sich schon ein bisschen was. Nice, nice, nice. Oh, jetzt habe ich die ganzen Cloth Fragments droben. Blöd, blöd. Voilà. Was haben wir hier noch alles? Hier haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Lead. Der Wahnsinn, hier die Flawless Pickaxe geht ab. Aber wir sehen gar nichts. Es ist ja Wahnsinn. Was hätten wir hier anzubieten? Ah, nichts. So, hängen wir mal Fackelschirr auf. Dann haut es hier auch hin. Ah, die spenden nicht so wirklich viel Licht, also. Also da brauche ich mir, glaube ich, nie wieder Sorgen drüber machen, dass ich zu wenig Blei habe. Und wieder vermisse ich einen Mining-Helm. Ist auch faszinierend, dass ich da noch keinen gefunden habe. Ich habe jetzt doch schon einiges hier, das ganze Dorf fast gelootet. Sehr gefährlich eigentlich hier, was ich da treibe. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, dass ich mir hier ein Gerüst baue, aber so geht's ja. Gott sei Dank, dass wir die geile Pickaxe gefunden haben. So auch.
Oh mein Gott. Oh nö. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schande über mein Haupt. So, Stickies haben wir keine. Machen wir uns mal schnell welche. Oder habe ich da irgendwas dabei? Stickies haben wir hier. Oh mein Gott, wie peinlich. Wie peinlich. Man soll es halt nicht übertreiben. Aber kann ich noch ein bisschen weiter Potassium hier craften? Und habe ich jetzt zwei Stacks Lead Ore. Okay, dann mache ich jetzt aber wieder Lead Barren. Habe ich das schon im Mold? Lead Mold? Tipp. Nein. Wie, ich habe noch keine Lead Mold. Ah, dann machen wir das halt auch noch schnell. Ja, kaputte Haxen, aber die Wellness steigt und steigt und steigt. Also Antibiotika, geiles Zeug. Nee, haben wir tatsächlich noch nichts gemacht. Okay, das ist, glaube ich, extrem genug. 145 Minuten. Genau. Oh, ich hätte ja. Mein Gott, ich hätte sogar Splints dabei gehabt. So. Scrap Iron lasse ich hier mal im Keller. Das brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht. Gunpowder brauche ich, Bullet Casing und Lump of Coal. Haben wir da schon alles aufgebraucht? Ja, da muss ich dann demnächst auch mal wieder los. Mache ich mal ein bisschen Gunpowder. 1000 hört sich schon mal nicht schlecht an. Ich jetzt tatsächlich die Schaufel im Haus lassen? Okay. Oh, wir haben schon 6:51 Uhr. Und schau hier. Was nehme ich noch mit? Nehme ich mal 500. So, genau, dann mache ich mir einfach 500 Schuss, das wird schon mal reichen. Jetzt lasse ich mal hier das Paper. Ich bräuchte aber Shotgun-Munition, bräuchte ich auch. Ah, dann nehmen wir uns auch gleich mal was mit. Einmal 500 Hammer. Ja, okay, dann lassen wir da noch ein bisschen. Potassium Nitrate haben wir noch genügend. Aber ich habe leider keine Kohle in dieser Assi-Höhle gefunden. Das war ein bisschen blöd. Ist auch nichts. Mist. Okay, gut. 2x500, dann lassen wir das mal. Sollte dementsprechend auch ein bisschen reichen.
Und dann, 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 dann. Aber hier noch Buckshot. 40 Buckshot. Im Ernst. Aber nicht sonderlich viel. Schneller hier Ofen. Wie kriege ich ihn aus einem raus? Sind es dann 10? Ja, ein Ingot nehme ich noch mit und dann passt es. Dann ziehe ich los und schon mal in Richtung Stadt langsam. Tun wir mal hier ein bisschen die Meute aufmischen. Verkorkst die. Ich glaube 10 Lead-Ingots. Ich muss nochmal schauen. Ich muss einfach nochmal schauen, wie viel mir das bringt. 80. Also ein Ingot bringt 8 Schuss oder wie? Das ist extrem wenig. Lamp of Coal kann ich hier noch lassen, genau. Iron Pipes brauche ich auch gerade nicht. Stones, naja, weiß ich noch nicht. Einfach viel zu viel Zeug, zum Beispiel das Hunting Rifle, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Die normale Bandage brauche ich auch jetzt gerade gar nicht. Aber was zu essen brauche ich und was zu trinken brauche ich. Genau. Und dann pfeife ich mir gleich mal nochmal Painkillers rein, weil anscheinend habe ich ja doch ein bisschen was kassiert bei dem Sturz vorhin gerade. So, dann haben wir 14, das sind 80. 100 Schuss. 100 Schuss ist nicht die Welt. Aber ich will ja eigentlich gar nicht mal so... Also, ich will schon hier ein bisschen eine Auseinandersetzung mit den Zombies, aber... Morgen. Die Stadt, habe ich ja gesagt, die ist ja hier. Hier unten, genau. Hier. Könnte ich eigentlich nice da runterlaufen. Zack, zack. Dann bin ich schon da. Dann können wir nächste Folge mal hier richtig ein bisschen Dampf ablassen. Mal schön schauen, was die so in der Stadt für uns haben. Vielleicht ist dann sogar unser Bein schon wieder heil einigermaßen. Spider-Zombie? Nee. Ist doch hier so eine Olle. Olle mit dem blauen Kleid.
Aber die Pistole allein, also die ist auf jeden Fall schon mal Gold wert. Oh, das sollte auch jetzt mal reichen erstmal. Hier gleich mal 120 Schuss. Ja, das ist auch gut. Das ist dann ein Stack Shotgun Muni. Das sind ja 128 Schuss. Das passt auch. Da kann man schon ordentlich fetzen hier. Ich aber gleich mal einen Marker setzen. Weil ein Bett habe ich jetzt im Bunker, da brauche ich ja hier meinen Marker nicht mehr. Ah ja, sind wir schon wieder außer Atem. Ja, mit gebrochenem Bein ist ein bisschen kacke. Gunpowder brauche ich dann 120. Hier die Schuss lassen wir mal alles da. 120. Da brauche ich auch bloß 120. Wunderbar. Dann müsste ich aber noch kurz meine die Shotgun nehme ich jetzt mal mit und lass aber dafür die Hunting Rifle da. Habe hier noch mein Crossbow dabei. Genau, Clawhammer. Ich darf nicht immer alles vergessen. Ich habe hier irgendwo meine Schaufel rein. Ach nee, oh, bin ich dumm. Ich habe es jetzt verwechselt hier mit meinem anderen Spielstand. Haha. Da habe ich nämlich wieder ein bisschen bessere Schaufel, deswegen habe ich es gerade gar nicht gesehen. Gut, dann tun wir mal Waffen reparieren. Das würde mich jetzt sehr viel kosten. Acht Stück. Boah, 10 Stück. Das ist heftig. Wunderbra. Dann Buckshot. Dann Riese ist so 120. Das sieht gut aus. Hier Bier. Bier brauchen wir. In Kellers ziehe ich mir auch nochmal schnell ein paar rein. Sieht gut aus. Das Eisen, ja, nehme ich mal mit. Aber ich bräuchte auch noch ein paar Frames, ehrlich gesagt. Ach, die machen wir unterwegs. Soll ja mal schön pünktlich in der Früh zu einem Ausflug aufbrechen. Damit man schön viel vom Tag hat. Boah, irgendwie freue ich mich aber noch nicht auf die Hundchens. Das ist schon ein gutes Stück. Könnte ich aber hier südlich gehen, einfach hier durch. Das mache ich. Und dann entdecke ich vielleicht da noch unterwegs was. So, vollgepackt mit Waffen. Das ist doch herrlich. Und was brummelt denn da schon wieder? Liegt wieder der betrunkene Nachbar im Garten rum.
Weil wie es hier aussieht, das ist ja gigantisch. Stopft schon wieder jemand fleißig? Ich weiß nicht, die sehen mich ja über... Hat mich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Feini, feini. Na, hast du was dabei für mich? Nee, gar nichts hier. So. Mist. Wir sind schon wieder am Ende von der Folge angekommen. Aber wie gesagt, nächste Woche, nächste Folge geht's hier ordentlich zur Sache. Ausflug in die Stadt ist angesagt. Schön hier zum Shopping. Schön, dass wir was zum Trinken gefunden haben. Das wollte ich nämlich sogar. Das habe ich jetzt braucht. Optimal. Genau, wir gehen zum Shopping in die Stadt. Und mehr Plan brauchen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht. Das ist wieder mal ein ziemlich guter Plan. Aber ich glaube, ordentlich was abziehen. Na dann sage ich, bis zur nächsten Folge. Macht's es gut. Servus.